Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Sequenz unseres Hausschatzes der modernen Kunst der Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Wieder ein Auszug heute von verschiedenen Künstlern mit den unterschiedlichsten Darstellungen. Kommen wir gleich zum ersten. Unser erstes Bild für heute heißt Das alte Athen von den Gärten der Venus ausgesehen. Das heißt also hier ein klassisches Landschaftsbild. Und zwar von dem Josef Hoffmann, 1831 in Wien geboren. Er war erst Lithograf, wie viele seiner Kollegen hat er das gelernt und ist erst später durch Reisen nach Italien und Griechenland ist er dann zum Landschaftsmaler geworden. Und das sieht man hier ganz deutlich an diesem Stich, wie sehr er das alte Athen hier dargestellt hat mit der Akropolis und die Häuser von den Orten. Also ein Landschaftsbild, was extrem in die Tiefe geht und auch der Vordergrund hat er nicht vernachlässigt mit unheimlichem Detailreichtum. Da könnte man mit einer Lupe drüber gehen und sieht noch Details, die er da dargestellt hat. Also ein unheimlich präzises, klares Bild von Athen. Wunderbar, wenn man eine alte Stadtlandschaft oder Stadtansicht aus dieser Zeit mag. Aber er war auch bekannt, um nochmal zu ihm zurückzukommen. Er hat durch seine Qualität seiner Bilder auch einen großen Ruf erreicht in dem Bereich von Dekorationen und Dekorationsbilder für Opernhäuser. Er hat für das Richard Wagnersche Festspielhaus hat er Dekorationen gemacht, für die Zauberflöte, für die gängigen Darstellungen dieser Zeit war er sehr bekannt. Und dieses Bild hier ist ein Exemplar dafür, wie er diese Sachen im Detail und in der Tiefe darstellen kann. Ein sehr interessantes Bild. Unser zweites Bild, die Windmühle, ganz klar zu erkennen, ist von August Holmberg, 1851 in München geboren und ist Landschaftsmaler von Anfang an in diesem Fall gewesen und hat sich auch, wie viele andere seiner Kollegen in Italien, Landschaftsmalerei vertieft und ist später nach Paris gegangen. Und sein Vorbild sind hier sieht man es deutlich, die alten holländischen Meister. Also er hat sich, obwohl er nicht, wohl nicht in Holland war, aber sich dieses Motiv und dieses Themas angenommen und immer wieder dargestellt. Auch sehr detailreich, sehr dramatisch hier dieser Fuhrweg durch diese Kohlegasse durchgeführt, also mit viel Aktion. Den Wind sieht man hier förmlich bei diesen Bildern. Also er konnte sehr viel umsetzen und thematisch darstellen. Das zeichnet ihn sehr aus, das ist eine Radierung. Vielleicht noch als kleinen Anhang, er hat zunächst, deswegen auch hier diese starken Darstellungen, er hat Bildhauer gelernt. Dann ist er Landschaftsmaler geworden. So, viele sind umsteigen. Unser drittes Bild an der Küste von Jeppe, das ist von Eugen Jettel, 1845 in Mähren geboren. Und diese Radierung zeigt ganz einfache, schlichtes Motiv, eine Küste. Und das zeichnet ihn auch aus, dadurch ist er sehr bekannt geworden. Er liebte die französischen Landschaften und hat diese auch immer wieder dargestellt und mit ganz einfachen, klaren Motiven und wird dadurch sehr beruhigend in diesem Ausdruck. Also man kann hineingezogen werden und trotzdem, ja, man wird ruhig dadurch. Das zeichnet ihn wirklich aus mit diesen Bildern. Ganz im Gegensatz dazu, unser Hühnerhof, so nennt sich dieses Bild, das ist von Karl Jutz gemacht worden, eine Radierung. Er ist 1838 in Winschlag in Baden geboren, also ein Badener. Und er ist ganz besonders, hat sich ein ganz enges Thema ausgesucht, und zwar Federvieh. Und darauf hat er sich spezialisiert und das war sein Grundthema, das er immer wiederholt hat, Federvieh. Hier der Hühnerhof ist ein besonderes von ihm, weil da kommt hier noch der V mit seinen langen Federn da hinzu, dass dieses zu einem besonderen Bild erhebt. Also Karl Jutz war klassischer Tiermaler und war sehr erfolgreich in England,
in den USA, selbst bis Sydney gingen seine Bilder und hat auch Auszeichnungen gekriegt. Man sieht, wenn man sich auch spezialisiert auf ein bestimmtes Thema, wie sehr da man damit Erfolg haben kann. Sehr, sehr interessantes Bild und ein Klassiker für Karl Lutz. So, kommen wir gleich zu den nächsten. Unser nächstes Bild zeigt der musikalische Wirt hier ganz deutlich. Ein Wirt, wieder eine Kneipenszene. Ein Wirt, der seine Leute, seine Kundschaft unterhält mit Musik. Ein sehr schönes Motiv, ein klassisches Motiv von Hugo Kaufmann, 1844 in Hamburg geboren, auch als Sohn eines Malers. Ein klassischer Hamburger nimmt sich eines solchen Motivs an und macht sie im Stile Defregas, also auch ein Defregas-Schüler, der diese Stilistik aufgenommen hat. Er selber hat im Städel in Frankfurt gelernt, mal nicht in München oder in Wien, sondern im Städel. Und dies hat vielleicht auch dort die Kneipenszene kennengelernt, will ich jetzt einfach mal behaupten. Und dort seine Studien betrieben und er ist Spezialist, in Anführungsstrichen, für Kneipenszenen, die er dann darstellt. Und hier ist ein klassisches Bild, wie gesagt, der Wirt mit der Laute und wie gewandt ihm die anderen Teilnehmer zuhören. Ich springe jetzt gleich mal zum nächsten Bild, weil das nämlich auch von ihm ist. Und hier steht verliebt drunter, wiederum eine Kneipenszene, wie ich schon sagte, er ist Spezialist dafür. Und er hatte auch wieder seine Studien betrieben, wie hier der junge Mann die etwas verlegene Dame doch sehr anstiert. Und wenn man das damals so gemacht hat, hat er sie wohl ganz schön beeindruckt. Aber die ganze Szene ist nicht unbeobachtet hier von den Typen, ja, Typen in Anführungsstrichen und positiv gemeint, die diese Szene beobachten mit einem lachenden Gesicht mit Abstand aus der Szene heraus. Also diese beiden Bilder sprechen für sich und klassische Kneipenszenen, die sehr viel Witz haben, Humor und auch einen mitnehmen können. Sehr, sehr interessant. So, ganz im Gegensatz zu diesem hier, die Lautenschlägerin, ein sehr ruhiges dargestelltes Bild, die Laute, die Dame hält die Laute, die guckt in die Ferne, sehr ruhig. Dieses Bild ist, jetzt muss ich genau sein, von Friedrich August von Kaulbach, 1850 in Hannover geboren. Und er war eigentlich ein sehr bekannter Maler in dieser Zeit. Er war so derjenige, der die Szene gebildet hat. Er war sehr, sehr bekannt, er war sogar stilprägend mit seinen vornehmen, kühlen, zurückhaltenden, vielleicht sogar distanzierten Bildern. Das kam in der damaligen Zeit sehr gut an und war sehr beliebt damals an Michael Jackson des 19. Jahrhunderts vielleicht in der Kunstszene und ist auch dann zum Direktor der Kunstakademie in München geworden. Also neben seiner Bekanntheit und Beliebtheit hat er sich auch durch diese Stilistik sehr hervorgetan und hat sich sehr weit entwickelt mit dieser Art und Weise. Unser letztes Bild nennt sich die Kinderbeichte und auch hier muss es genau sein, ist von Hermann Kaulbach gemacht worden, 1846 in München geboren und er ist im Stile eines Historienbildmalers geblieben, hat sich nicht so den Strömungen der damaligen Zeit ausgesetzt, sondern ist ruhig in seiner ruhigen Art, ja so ähnlich wie der andere Herr Kaulbach gewesen, hat aber trotzdem lebendige Bilder gemalt, denn wenn man sich hier das mal genauer anschaut, wie hier Seitenblicke geschehen oder der Herr hier hinten, der von dort hier rüber schaut oder die Dame, die oder das Mädchen, was hier reinschaut mit neugierigen Blicken. Also er konnte sehr ausdrucksvoll ruhige Szenen darstellen, die man immer wieder neu entdecken kann in kleinen Situationen. Das Mädchen, was den Mund, die Hand vor dem Mund hält, vor Erstaunen oder Verzücktheit oder vor Furcht. Also er lebt auch sehr in den Details. So, das waren unsere Bilder von dieser Sequenz. Ein breites Spektrum, wie Sie wieder sehen. Schauen Sie sich alle mal im Einzelnen an. Ich danke Ihnen.